Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Markus. Ich freue mich, dass ihr heute alle mit dabei seid. Und in dem heutigen Video verkosten wir dem 17-jährigen Balvini Doublewort. An der Stelle ein riesengroßes Dankeschön an den Whisky-Nerd, der mir hier ein Sample zur Verfügung gestellt hat. Nochmals vielen Dank an der Stelle. Allzu viel kann ich euch leider nicht zur Brennerei erzählen. Es ist nebenbei auch der erste Whisky von Dalwini, den ich verkosten werde. Von Glenfiddich habe ich schon dem einen oder anderen probiert, welche demselben Gründer hatten, und zwar dem William J. Grant. Balvini selber wurde ja 1892 gegründet und der erste Brennvorgang fand am 1. Mai 1893 statt. Jo, das heißt, die Brennerei gibt es schon ziemlich lange, ist auch zusammen mit Glenfiddich, soweit ich weiß, die erste oder die einzige Brennerei, die noch im Familienbesitz ist. Der Rest gehört ja zu diversen großen Konzernen wie Diageo. Gut. Soweit zur Brennerei. Dann schenke ich mir mal ein. So, das müsste mehr als ausreichend sein. Ja, wie gesagt, er ist 17 Jahre alt. Er wurde meines Wissens nach 15 Jahre in Ex-Bourbon-Fässern gelagert, 2 Jahre in Oloroso-Sherry-Fässern. Und dieser Sherry-Duft hier kommt mir wirklich sehr stark entgegen. Hab dem auch wirklich sehr gerne. Ich mag wirklich sehr gerne Sherry-Fass gefinischte Whiskys. Und deswegen freue ich mich hier umso mehr den Whisky verkosten zu dürfen. Wie gesagt, ganz starke Sherry-Note. Vanille rieche ich auch raus. Auch was in die Richtung Milchschokolade, Karamell. Jetzt helle Früchte, so in Richtung Birne. Und jetzt wird es eindeutig dunkler, wirklich birnartig. Ja, der ist richtig gut. Vanille kommt immer mehr in den Vordergrund. So eine leichte Note von Apfel ist auch wahrnehmbar. Jetzt kommen, wie soll ich sagen, weihnachtliche Gewürze, ein bisschen so wie Zimt, Nelke. Jetzt kommt wieder Apfel. Also für die 17 Jahre wirklich sehr komplex.
gelbe Äpfel, grüne Äpfel, Beeren. Es ist ein richtiger Früchtesalat. Vanille tritt jetzt wieder ein bisschen mehr in den Hintergrund. Und diese Sherry-Note, die anfangs sehr dezent vorhanden war, die kommt jetzt leicht in den Hintergrund. Eine starke Malznote kommt jetzt. Viel Honig. Und jetzt wieder Sherry. Die Eiche der amerikanischen Weißeiche der Ex-Bourbon-Fässer hält sich meines Erachtens ziemlich stark zurück. Nochmal hier ein bisschen Whisky am Rand des Glases. Ah, doch, ja. Jetzt kommt sie, die amerikanische Weißeiche. Aber sie ist wirklich sehr dezent, finde ich. Jo, dann probieren wir. Jo, also das erste, was ich im Gaumen hatte, war definitiv Vanille, Honig, diese leichten Früchte wie die Birne. Jetzt im Finishing habe ich ganz, ganz viel Sherry, Gewürze, etwas Zimt. Und hält doch ziemlich lange. Die 0,7 Liter Flasche kostet hier in Österreich 100 Euro. Und jetzt ist halt die Frage, ist diese Flasche die 100 Euro wert? Und das ist, finde ich, eine ziemlich schwierige Frage. Er ist meiner Meinung nach ziemlich gut, aber für 100 Euro, weiß nicht, würde er so 70, 80 Euro kosten, würde ich ihn vermutlich sogar selber kaufen, aber 100 Euro nennen. Probieren wir ein zweites Mal. Sherry ist wieder ganz, ganz deutlich vorhanden. Auch die Vanille und die leichten Früchte. Also wirklich was Neues rieche ich hier nicht raus, auch nicht beim zweiten Mal.
Jetzt beim zweiten Mal probieren, wird es am Gaumen etwas trockener. Die europäische Eiche ist jetzt viel, viel präsenter. Zimt ist jetzt auch deutlich mehr vorhanden. Ja, was gebe ich als Fazit ab? Es ist definitiv ein ziemlich, ziemlich guter Whisky. Also er schmeckt mir wirklich gut. Von der Benotung her würde ich ihm eher eine 2 plus geben. Aber die 100 Euro dafür sind auch meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt. Um 100 Euro bekommt man schon bei diversen Herstellern wirklich 20-Jährige, also um die 20-Jährige. Ja, also so zum einmal probieren, jederzeit. Wie gesagt, er ist wirklich gut. Aber diese 100 Euro, die würden auch mich stören. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.